Warum ist das wichtig für Sie, hier heute auch Engagement zu zeigen? Weil ich selber in meiner Jugend erfahren habe, was es heißt, in einer sozial schwächeren Familie aufzuwachsen. Ich meine, wir waren nie arm und meine Mutter hat gekämpft wie eine Löwin für uns, aber nach dem Tod von meinem Vater ist die Firma damals verkauft worden und wir haben es nicht im Überfluss gehabt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie es war. Ich war in einer Schule, wo sehr viele Kinder aus wohlhabendem Haus waren und ich war der Einzige in der Klasse, wo es immer ein Kampf ums Geld war. Mhm. Gott sei Dank waren wir alle gesund damals noch, aber ich weiß oder kann mir einfach sehr, sehr lebhaft vorstellen, wie es ist, wenn man auch noch krank dazu wird. Mhm. Ich weiß, wie viele Menschen sich genieren dafür, dass sie kein Geld haben, mhm, und dass sie sich die Krankheit unter Anführungszeichen nicht leisten können. Ich habe es schon sehr, sehr früh am Anfang der Initiative von Professor Merin erfahren, dass eine Initiative ist, die sich garantiert nicht ins Gehege kommt mit dem, was Licht ins Dunkel, Soforthilfefonds zum Beispiel macht, also was Caritas und Rotes Kreuz machen, sondern dass es eine Initiative ist, die bisher fehlte. Und deswegen, finde ich, gehört sie unterstützt. Es geht um Menschen in Österreich, es geht um Leute, die nicht in irgendeiner Randgruppe leben, sondern die unter uns sind. Es könnte auch jeden von uns täglich erwischen. Ja. Und es kann jederzeit eine Extremsituation entstehen, wo unsere alle Hilfe notwendig ist. Deswegen unterstütze ich die Initiative. Eine Million für eine Million, erreichbares Ziel? Sicher. Das ist ja ein Ziel. Ja. Das ist ja kein frommer Wunsch, das ist ein Ziel. Das muss man erreichen. Sehr gut. Dankeschön.